Also interdisziplinär, interprofessionell, intersektoral. Und wir sind der Überzeugung, dass dazu unter anderem, dass das gelingen kann, die Digitalisierung einen ganz großen Beitrag leisten kann. Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Business Doc Podcast. Im Business Doc Podcast geben wir jungen und auch etablierten Ärzten und Medizinern Einblicke in die Themen Niederlassung, Praxisführung und Entwicklung. Im Business Doc Podcast wollen wir Mut machen für den Weg in die eigene Praxis und wir zeigen auf, wie das Thema eigene Praxis individuell und zukunftsträchtig funktioniert. Das tun wir mit Interviews, Solo-Folgen und Reportagen und unser Anspruch ist, wir machen den Arzt zum Unternehmer. Mein Name ist Oliver Neumann und ich begleite den Arzt bei allen wirtschaftlichen Fragen auf dem Weg zum Unternehmer in die eigene Praxis. Medizin neu denken, das ist der Titel des neuen Business Talk Podcasts und ich freue mich, dass ihr alle wieder mit dabei seid. Herzlich willkommen. Ja, ich spreche heute mit Professor Dr. Christoph Strünk und bevor ich noch mal ein bisschen eingehe auf das, was wir im Podcast besprechen, möchte ich ihn erst kurz offiziell vorstellen. Christoph Strünk lehrt und forscht als Professor für Politikwissenschaft mit dem Schwerpunkt Sozialpolitik an der Universität in Siegen. Er leitet außerdem das Institut für Gerontologie an der Technischen Universität in Dortmund. Seit 2012 ist er, und das ist wirklich super interessant, Gründungsdekan der Lebenswissenschaftlichen Fakultät der Universität Siegen und damit beteiligt am Modellprojekt Medizin neu denken, das sie zusammen mit der Partneruniversität der Universitätsmedizin in Bonn und dem Erasmus Medical Center in Rotterdam durchführen. Ja, dieses Projekt hat mich dazu bewogen, Kontakt zu Professor Dr. Strünk aufzunehmen, weil wir ja immer daran interessiert sind, das Thema ambulante Versorgung zu verbessern. Und genau darum geht es eben auch im Modell, in dieser Modellregion beziehungsweise in diesem Siegener Modell, wo es darum geht, die Medizin der Zukunft auf drei Handlungsfelder neu aufzustellen, das eben in Kombination mit einer medizinischen Fakultät, aber eben auch für die Bereiche von Naturwissenschaft, Ingenieurwissenschaft und Wirtschafts- und Sozialwissenschaften. Und da kommen so viele Aspekte zusammen. Also einmal geht es natürlich um das Studium, dann geht es eben auch aber um dieses Thema, wie ich es gerade schon gesagt habe, das Zusammenführen von interdisziplinären und interprofessionellen Bereichen. Und vor allen Dingen geht es darum, diese Modellregion Gesundheit, wie diese lebenswissenschaftliche Fakultät das auch nennt, zu entwickeln und insbesondere für den ländlichen Raum, also für die unterversorgten Gebiete, die im Grunde nur eingeschränkt Zugang zu dem Gesundheitssystem haben, eine bessere Patientenversorgung zu gewährleisten. Also genau das, womit wir uns immer schon hier im Business Talk Podcast auch beschäftigen. Und ihr werdet das gleich sehen, die Leidenschaft, mit der Professor Dr. Strünk an die ganze Sache rangeht, macht sehr, sehr viel Mut für diesen Prozess und ich glaube, dass er da einiges bewegen kann. Und freut euch drauf auf das neue Business Talk Podcast Interview mit Professor Dr. Christoph Strünk. Es geht um das Thema Medizin Neudenken. Bis gleich. Ja, herzlich willkommen zurück im Business Doc Podcast. Ich habe ja meinen Gast für heute schon vorgestellt und begrüße Professor Dr. Christoph Strünk nochmal jetzt persönlich. Hallo, Herr Dr. Strünk, schön, dass Sie heute mit dabei sind. Ja, vielen Dank für die Einladung. Sehr, sehr gerne. Ja, freue mich deshalb sehr auf unser Gespräch, weil es ein bisschen was anderes ist, als das wir sonst hier im Business Talk Podcast besprechen. Aber es geht ja um die Zukunft der Medizin und es geht ja auch darum, wie entwickelt sich etwas. Und das wollen wir heute mal einfach miteinander besprechen. Aber wir steigen jetzt ein mit der Frage, wer Sie persönlich sind und was Sie beruflich und privat mit eigenen Worten machen. Ja, ich persönlich bin kein Mediziner. Das ist schon mal der erste Punkt. Ich bin selbst von Hause aus Sozialwissenschaftler und auch Gerontologe und bin an der Universität Siegen Professor für Politikwissenschaft mit einem Schwerpunkt auf Sozialpolitik. Da habe ich mich jetzt allerdings auch schon seit eigentlich 10 Jahren an der Uni sehr intensiv mit dem Thema Gesundheit beschäftigt, also aus einer sozialwissenschaftlichen Perspektive. Und ja, bin aufgrund meiner Interessen jetzt in ganz neue Projektzusammenhänge und Dinge geraten, über die wir ja sicherlich noch gerne sprechen können. Ich bin ansonsten, ich bin leidenschaftlicher Rennradfahrer, das will ich mir dazu sagen. Also bin sehr gerne draußen, interessiere mich für Architektur und interessiere mich eigentlich grundsätzlich dafür, mit Leuten zusammenzuarbeiten,
die andere Sachen machen als ich. Ich finde, daraus lernt man immer ganz viel. Und das kann an der Uni manchmal ganz gut funktionieren. Aber es funktioniert eigentlich noch besser, wenn man mal so ein bisschen aus der eigenen Komfortzone rauskommt. Und das, denke ich, ist bei so einem Thema wie Medizin, Gesundheit sofort der Fall. Ja, schön, dass Sie es sagen und schön, dass zeigt ja auch sofort ein Mindset, in welche Richtung das geht und was dann wahrscheinlich auch, wenn Sie Ihre Persönlichkeit einbringen, natürlich bei Ihnen an der Uni und in dem ganzen Zusammenhang auch stattfindet. Jetzt haben Sie gerade gesagt, leidenschaftlicher Rennradfahrer, das heißt Natur muss eine Rolle spielen, Sie sind gern draußen. Ist das ein Ausgleich, den Sie schaffen zwischen der Lehre und Forschung und vor allen Dingen vielleicht auch zwischen dem oft ja doch sehr anspruchsvollen Berufsfeld? Ja, ich meine, die Sache, die ich mache, ist ja doch irgendwie auch wie sehr viel Büro und rumsitzen und miteinander sprechen. Das ist einerseits interessant, aber es ist ja nicht gesundheitsförderlich, will ich mal sagen. Man muss, also man merkt ja, ich merke das immer ganz schnell, man hat Bewegungsdrang, man muss irgendwie mal was anderes machen. Und ich merke bei solchen Gelegenheiten immer, dass wir wahrscheinlich viel in unserer Arbeit, viele Menschen in ihrer Arbeit, dass wir ein bisschen konventionell arbeiten, dass wir zu wenig mal Abwechslung reinbringen, aufstehen, mal einfach tatsächlich uns bewegen zwischendurch. Und ich glaube, das ist auch so ein Megathema, dass wir einfach versuchen müssen, kreativere Formen der Arbeit zu entwickeln. Also ich werde dann irgendwann auch wirklich nervös und ich merke das auch tatsächlich, dass mir das jetzt nicht unbedingt gelingt, so lange dann immer konzentriert zuzuhören, etwas zu tun. Man muss irgendwie auch zwischendurch mal was anderes machen. Ja, genau. Also ich sehe das ganz genauso wie Sie, weil ich glaube, dass die Abwechslung, also Anspannung und Entspannung dann auch letztendlich den Punkt bringt, wo man auch dieses Thema Weiterentwicklung oder Hinzugewinnen bekommt. Und deshalb finde ich das sehr schön, dass Sie das über den sportlichen Weg auf der einen Seite beschreiben, aber eben auch, Sie haben auch gesagt, dass man sich bewegt. Bewegt heißt ja, kann ja letztendlich auch übergeordnet sein, also auch etwas zu finden, wo man neue Herausforderungen bekommt. Jetzt haben Sie vor einiger Zeit ja an der Universität Siegen ein Projekt übernommen. Vielleicht steigen wir mal einfach jetzt unmittelbar da ein. Es geht ja darum, das Thema Medizin so ein bisschen neu zu denken, ein Modellprojekt. Vielleicht erzählen Sie uns einfach mal ein bisschen was darüber. Ja, also der Kern des Ganzen ist eigentlich, dass wir uns vorgenommen haben, mit Partnern, zu denen ich gleich gerne noch was sagen kann, dass wir uns auf eine Sache eigentlich konzentrieren möchten, nämlich wie die gesundheitliche Versorgung in ländlichen Regionen in der Zukunft aussehen kann. Aber nicht jetzt wie in der weiten Zukunft, sondern wie wir sie jetzt gestalten können. Das ist eigentlich der Kern des Ganzen, dass wir, was uns umtreibt, denn wir sind in Siegen in einer Region, die um Siegen herum sehr ländlich geprägt ist, wie denn da wirklich Gesundheitsversorgung gesichert werden kann. Das Thema kennen wir alle. Das ist in Siegerland, so wie in vielen anderen auch ländlich geprägten Regionen. Die Zahl der Hausärzte nimmt radikal ab, beziehungsweise ist jetzt schon absehbar, dass viele der Praxen, wenn die Inhaber jetzt sozusagen Inhaberinnen auf den Ruhestand zugehen, keine Nachfolgerinnen finden. Das gilt übrigens aber auch für die Pflege. Das ist durchaus auch so. Ambulante Pflegedienste zum Beispiel in ländlichen Regionen sind auch nicht so dicht, eher rar gesät. Also wir haben alle diese Phänomene, die wir kennen aus der öffentlichen Diskussion. Also das ist natürlich eine Herausforderung. Wir haben gleichzeitig auch bei uns eine stark alternde Bevölkerung in diesen Regionen, die, das wünschen wir uns alle und jeder von uns wünscht sich das, im Alter möglichst lange gesund bleiben zu können, ne, aktiv bleiben zu können. Und dazu zählt natürlich auch, dass die Gesundheitsförderung und die Gesundheitsversorgung da auch gut funktioniert. Und zum Beispiel hat uns immer auch umgetrieben in Siegen, wir sind eine Universität, die auch regional vernetzt ist. Wie kann es eigentlich gelingen, dass auch die Menschen in ländlichen Regionen sozusagen die ganze Kette auch in Anspruch nehmen können, auch von der Hightech-Medizin, wenn sie denn mal notwendig ist, wie kann die gut sozusagen an die Patienten gebracht werden? Wie können die Krankenhäuser, die Praxen, vielleicht sogar bis hin zu einer Uniklinik, die wir jetzt in der Nähe dann vielleicht in Bonn, einem unserer wichtigen Partner haben, wie kann das funktionieren? Das ist unser Anliegen, also uns darauf zu konzentrieren, gesundheitliche Versorgung im ländlichen Raum. Und da gibt es sicherlich drei wichtige Aspekte, die für uns als Universität mit den Partnern ganz wichtig sind. Wir sind der Überzeugung, dass wir das von der Uni aus mit anderen nur interdisziplinär machen können. Das heißt, wirklich Gesundheitsversorgung ist ganz klar eine starke Verantwortung der Medizin und der Medizinerinnen und Mediziner, aber auch anderer, viele andere Berufe. Und von der Wissenschaft aus betrachtet, wollen wir auch einen Beitrag dazu leisten, dass auch nicht medizinische wissenschaftliche Disziplinen, also medizinnahe Disziplinen, noch stärker mit der Medizin vernetzt werden, auch mit der Pflegewissenschaft vernetzt werden,
sowohl in der Forschung als auch in der Lehre. Das ist das Interdisziplinäre. Und die zwei anderen Aspekte, die uns auch dabei sehr umtreiben, ist in der Praxis, in der Versorgung, das wissen wir auch, sehr viel stärker sich dafür einzusetzen, dass es eine interprofessionelle Versorgung ist, dass die Professionen besser zusammenarbeiten. Und das geht natürlich auch nur, wenn zwischen den Sektoren, vor allen Dingen ambulant und stationär, aber auch Pflege und Krankenversorgung, wenn dort diese Grenzen, wir kennen die, die sind vielfältig, wenn die besser überwunden werden. Also interdisziplinär, interprofessionell, intersektoral. Und wir sind der Überzeugung, dass dazu unter anderem, dass das gelingen kann, die Digitalisierung einen ganz großen Beitrag leisten kann. Ah, herrlich. Ich habe Ihnen so gespannt zugehört, weil das sind letztendlich ja genau die Themen, also wenn es darum geht, um unterversorgte Gebiete, nehmen wir mal, die sind ja die klassischen ländlichen Regionen, wie Sie sie beschreiben, besser zu versorgen und da interdisziplinär auch zu arbeiten, aber eben sektorenübergreifend eben insbesondere auch. Sie haben die drei Bereiche ja angesprochen, ambulant, stationär, Pflege. Jetzt ist das natürlich eine Botschaft beziehungsweise auch eine Aufgabe, die Sie da haben oder der Sie sich da angenommen haben, die ein bisschen Zeit mitbringt. Wir wissen alle, wir sind in einem sehr regulierten Gesundheitsmarkt. Wir sind vor allen Dingen in einem sehr starren und alten, nenne ich es jetzt mal fast, Gesundheitsmarkt. Da braucht es immer sehr, um Strukturen aufzubrechen. Wenn wir jetzt mal anfangen, als Sie diesen Studiengang gegründet haben oder dieses Modell gegründet haben, Medizin neu denken, wie ist das angekommen bei den Beteiligten? Ja, also in der Region gibt es natürlich sehr viel Unterstützung, weil es natürlich einen ganz unmittelbaren Anknüpfungspunkt gibt, nämlich die Frage, wie können wir in Zukunft Menschen dafür interessieren, in der Medizin, aber auch in den anderen Bereichen in diesen ländlichen Regionen zu arbeiten oder für ländliche Regionen zu arbeiten. Wie gelingt uns das? Und als wir dann uns entschlossen haben, als Universität mit anderen zu sagen, wir möchten dort einen Beitrag leisten, von uns aus, haben viele in der Region gesagt, das ist wichtig, wir wollen in die Region hinein. Wir sind ja kein Medizinstandort in Siegen, das ist wichtig. Wir haben keine Universitätsmedizin, aber wir können mit anderen gemeinsam, auch mit unseren Kliniken, aber auch mit anderen Versorgern in der Region, auch in der Ausbildung versuchen, mehr Menschen diese Region sozusagen ganz konkret nahezubringen. Das ist der eine Punkt. Und der andere Punkt ist, dass wir, als wir gesagt haben, wir möchten von vornherein den Aspekt der Digitalisierung dabei stark betonen, insofern viel Unterstützung gefunden haben, als wir gesagt haben, das kann eigentlich nur funktionieren, wenn wir von vornherein eine patientenorientierte und eine nutzerorientierte Perspektive haben. Also nicht Technologien einfach sozusagen den Leuten vorsetzen und mal schauen, wie das so funktioniert, sondern von vornherein darauf zu achten, wie sieht der Alltag in einer Praxis aus, zum Beispiel. Ja? Was bedeutet eigentlich, wenn eine Praxis sich jetzt digitalisiert? Wie verändert sich der Alltag? Und ich kann absolut verstehen, das haben auch einige Hausärztinnen und Hausärzte zu uns gesagt, auch schon am Anfang. Alles hochinteressant, aber ich kann jetzt nicht noch was machen, also noch was dazu. Ja? Ich habe unheimlich viel zu tun. Und da war für uns völlig klar, das kann nur funktionieren, wenn es keine Belastung ist. Und das soll ja eine Entlastung sein. Es soll Raum schaffen für anderes. Und diese Nutzerorientierung, so will ich mal sagen, ist für uns, das gehört quasi zur DNA des Projekts. Mhm. Und es ist richtig, wir haben auch von vornherein gesagt, ja, das ist ein dickes Brett. Ja, wir bewegen uns in dieses Feld jetzt rein. Das ist ein dickes Brett, das ist sehr stark reguliert, die Versorgungslandschaft, alles. Wir sind keine Versorger, wir sind Uni, auch ohne Universitätsmedizin, aber eine Universität soll sich mit langfristigen Dingen, wo man auch Geduld haben muss, am Ball bleiben muss, beschäftigen. Und das wollen wir natürlich. Aber wir können und wollen es nur mit denjenigen, die in der Versorgung tätig sind. Also wir wollen keine Glasperlenspiele machen. Aber, und auch das war von vornherein klar, das können wir ja gar nicht alleine. Das wollen wir auch nicht alleine. Wir haben zwei große Partner, sagen wir auch akademisch. Das ist die Universität Bonn, Universitätsmedizin Bonn. Mhm. Und es ist das Erasmus Medical Center in den Niederlanden, die sozusagen unsere wichtigen medizinischen Partner sind. Und wir haben natürlich eine Reihe von Partnern aus der Region und die Kliniken in Siegen, Ärztenetze und andere, die kommen auch immer weiter jetzt dazu, die für uns in diesem Netzwerk, das ist letztlich auch Netzwerkstruktur, dieses Modellprojekt Medizin neu denken, die das mit uns gemeinsam jetzt weitertreiben. Mhm. Jetzt gibt es ja, Sie haben vorhin diese drei Ansätze beschrieben. Also einmal natürlich eine wichtige Säule ist das Studium von Ärztinnen und Ärzten
ja, vielleicht auch neu auszurichten, schon in vielerlei Hinsicht. Jetzt nicht nur wir haben eine sehr, sehr gute medizinische Ausbildung, also das Studium, die Facharztausbildung, bis ich dann die Möglichkeit habe, überhaupt zu sagen, ich gehe dann in die eigene Praxis. Jetzt haben wir nun mal sehr viele, die schon in der eigenen Praxis sind. Und das ist ja, glaube ich, Ihr Ansatz. Also nicht nur die zu befähigen, die jetzt im Studium sind, sondern jetzt eben auch die befähigen mit Mitarbeitern. Und das ist ja eine Schnittstelle gerade zwischen Arzt und Patient, die das auch umsetzen müssen. Sie haben gerade den praktischen oder den Alltag in der Praxis angesprochen. Also da kommt noch was auf uns zu. Und das ist ja eher was, wo digitales Neuland betreten wird und deshalb eben in den Praxen, das auch mal zu einem Störfaktor werden kann, und man sagt, um Gottes Willen, jetzt kommt noch etwas obendrauf. Und gerade wenn ich es nicht freiwillig tue, dann fühle ich mich als Mediziner oft auch oder als Unternehmer in der Praxis, sage ich mal, auch im Grunde eher so ein bisschen in eine Ecke gedrängt. Du musst das jetzt machen und das löst ja oft etwas aus. Wie gehen Sie an die einzelnen Mediziner ran? Sie haben gesagt, Sie arbeiten mit denen zusammen. Gibt es konkrete Vorstellungen oder Ideen, wie man die Mitarbeiter zum Beispiel auch mit einbeziehen kann? Was tun Sie da? Ja, also es gibt eine Komponente in dem ganzen Modellprojekt, die für uns ganz zentral ist, die wir auch gemeinsam in der Region entwickeln. Und das ist die digitale Modellregion Gesundheit. Dreiländereck, das muss man da sogar dazu sagen, denn wir greifen im Süden auch nach Rheinland-Pfalz und nach Hessen aus. Altenkirchen und Haiger sind die Regionen. Und das ist insgesamt, sind das sehr eben ländlich geprägte Regionen mit starken Herausforderungen in der Versorgung. Und in dieser digitalen Modellregion Gesundheit ist unser Ansatz, zunächst mal wirklich an der Basis gemeinsam in den Kommunen mit den Ärztinnen und Ärzten, mit anderen Berufen, mit den Praxen, aber auch mit der Kommunalpolitik, denn da sind viele Dinge berührt, sogenannte Entwicklungsprojekte zu starten. Also erstmal zu fragen, wo drückt der Schuh? Was könnte hier ein Szenario, ein Projekt, ein praktisches Projekt sein, in dem ihr zum Beispiel entlastet werdet, was zum Beispiel Patientenströme, Versorgung von Patienten angeht, die Überleitung, Pflege von dem Hausarzt zur Pflege etc. etc. Und wie können wir das auch gegebenenfalls digital sagen, flankieren? Was könntet ihr euch vorstellen? Mal ganz simpel gesagt, wir fangen eigentlich immer gleich an. Wir kommen mit den Leuten ins Gespräch, machen eine Runde. Wenn es dann tatsächlich auch konkret werden soll, gibt es irgendwann auch mal einen Kreistagsbeschluss oder sowas, dass wirklich konkret etwas gemacht wird. Und dann kommen wir von der Uni aus mit unseren Partnern und sagen, wir machen zum Beispiel Befragungen, ganz konzentriert, ganz kompakt Befragungen. So, wo brennt der Schuh? Welche Bedarfe seht ihr? Welche Möglichkeiten seht ihr? Welche möglichen Probleme, wenn man jetzt solche zum Beispiel digital unterstützten Versorgungsformen jetzt in die Fläche bringen möchte, was seht ihr? Also tatsächlich erstmal an der Basis die Befragung zu machen und hereinzuhören, sind die Herausforderungen und wo werden Lösungen gesehen, also von denjenigen, die nun mal die Praxis kennen. Dann starten wir eben von uns aus, unterstützt durch wissenschaftliche Mitarbeiterinnen und andere Befragungen und so weiter. Und dann setzen wir ein konkretes Projekt auf die Schiene. Und dann ist bei Medizin neu denken in dieser Modellregion natürlich die Idee, wenn das erstmal funktioniert und wenn dann auch gesagt wird, ja, das ist jetzt interessant, jetzt lasst uns das ernsthaft mal ausprobieren. Technisch ausgestattet, vernetzt, also wir probieren das jetzt aus. Dann müssen wir, und das wollen wir ja auch, tatsächlich natürlich eine Stufe weitergehen und sagen, okay, da sind ja auch technische Fragen, auch Fragen der Hardware, Software, etc. etc. Jetzt müssen wir natürlich ein richtiges Projekt machen. Und wir selbstverständlich kümmern uns darum, dann Drittmittel, Mittel einzuwerben, ein Projekt zu machen. Unser Interesse, das soll aber auch den Praktiker nutzen, ist, wir wollen natürlich evaluieren, wir wollen schauen, wie gut funktioniert das. Das ist unser wissenschaftliches Interesse, aber mit Blick auf die Versorgungspraxis. Das machen wir in vielen, wir haben inzwischen 10 bis 12 solcher sehr stark verteilten Entwicklungsprojekte in der Modellregion. Wir haben außerdem jetzt, das wird aber erst noch entschieden, einen großen Antrag beim gemeinsamen Bundesausschuss gestellt, im Innovationsfonds, wo es darum geht, tatsächlich, dass Patientinnen und Patienten digital ihre Vitaldaten aufnehmen, zur Verfügung stellen, aber dann auch KI-gestützt sozusagen ausgewertet werden, sodass man relativ simpel, also auch grafisch relativ simpel, sofort Ausreißer sehen kann, sodass die behandelnden Ärzte sehr schnell über Monitoring sehen können, wie sie Patienten einschätzen müssen, was vielleicht nächste Schritte sind, im Sinne auch einer Patientenstromlenkung, wenn man so will. Das ist sozusagen erstmal ein größeres Vorhaben jetzt, was wir da jetzt platziert haben. Und wir wollen jetzt Stück für Stück mit den Partnern an verschiedenen Stellen, in verschiedenen Bereichen Projekte starten. Und ich komme zum Schluss nochmal auf Ihren Punkt mit den Mitarbeiterinnen. Ja, es ist ganz, ganz wichtig. Wir haben eine Reihe von Projekten, wo es zum Beispiel um die nichtärztlichen Assistentinnen und Assistenten geht. Also welche Rolle können die
für die Abläufe in der Praxis, zwischen der Praxis und den anderen? Wie kann diese Rolle vielleicht auch nochmal verstärkt oder unterstützt werden? Und was ist eigentlich, wenn jetzt die Digitalisierung ins Spiel kommt? Was bedeutet das für die Mitarbeiterin? Welche Rolle können sie haben dabei? Ja, also auch in der wohnortnahen Versorgung. Und da haben wir 2, 3 Projekte, wo wir genau das gemeinsam mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und natürlich den Inhabern der Praxen und anderen auch eruieren und dann versuchen, Projekte zu lösen. Also sehr, sehr schön, vor allen Dingen sehr praxisorientiert. Das gefällt mir wirklich sehr schön, der Ansatz, zumal es dann nicht nur ein theoretischer Ansatz bleibt, was ja immer bei solchen Themen sehr häufig auch als Vorwurf kommt, ja, das ist auf einer theoretischen Ebene, sondern es ist ja wirklich etwas Praktisches und vor allen Dingen, es trägt jetzt schon auch in der Modellphase ja schon zur besseren Patientenversorgung bei, weil viele Patienten das annehmen und vielleicht auch die Sorge verlieren, dass das Thema Digitalisierung immer nur etwas mit Entfremdung zu tun hat, aber ganz im Gegenteil, gerade in der ländlichen Region führen wir Menschen zusammen. Ich habe gerade so viele Ideen im Kopf, die müssen wir nachher mal nach dem Interview besprechen. Was ich noch mal fragen wollte in dem Zusammenhang, es gibt ja, und das ist ja auch, glaube ich, eine Idee dieser ganzen Modellphase, dass für die ländlichen Regionen vielleicht auch neue Versorgungsformen erforscht werden können. Also was kann man denn tatsächlich darüber hinaus alles machen? Versorgungsformen würde ja nicht nur sektorenübergreifend bedeuten, sondern vielleicht auch ganz neue Formen der ambulanten Versorgung. Gibt es da schon irgendwelche Ansätze, die Sie vielleicht, ich weiß nicht, ob die noch unter verschlossener Hand sind, aber wo man sagen kann, in diese oder diese Richtung kann das gehen? Ja, für uns ist einer unserer Partner natürlich sehr inspirierend, nämlich das Erasmus Medical Center in Rotterdam. Die sind in den Niederlanden ganz, nicht nur in den Niederlanden, sondern eigentlich europaweit, sehr weit damit, neue Versorgungsformen auch für ländliche Regionen, die es in den Niederlanden durchaus gibt, zu entwickeln. Und da spielt tatsächlich immer eine Rolle, was ist eigentlich an vorderster Front mit den nichtärztlichen Berufen zukünftig in der Digitalisierung? Man muss dazu sagen, dass in den Niederlanden regulatorisch wir eine etwas andere Situation haben. Also die Möglichkeiten für die nichtärztlichen Berufe dort im Grunde genommen ärztliche Leistungen auch zu erbringen, in Zusammenarbeit mit Ärzten und Ärzten, ist eine andere, es sind größere Möglichkeiten. Also ich denke mal, wenn wir von innovativen Versorgungsformen sprechen, wird dieser Aspekt jetzt und in Zukunft immer eine vielleicht auch noch größere Rolle spielen. Was ist eigentlich mit den nichtärztlichen Berufen und deren Kompetenzen und wie müssen wir die gegebenenfalls auch aufwerten und einbinden in das, was die Ärztinnen und Ärzte und die anderen Berufe tun? Davon bin ich überzeugt, dass wir da beim Thema Innovation sozusagen auch da einen Schritt weiter gehen müssen. Und dann ist tatsächlich beim Thema innovative Versorgungsformen, glaube ich, eine Frage, wie eigentlich auch durch Digitalisierung stationär, ambulant, teilambulant oder auch zu diese Zwischenformen, ich jetzt sag mal MVZ oder andere Formen, die wir jetzt schon kennen, die sich auch weiter verändern. Wie werden die eigentlich miteinander verbunden? Wie kann das funktionieren? Weil letztlich, ich stelle mir das immer so wie eine Versorgungskette vor, die auch nicht abreißen darf in so einer Versorgungsform. Und irgendwo ist aber jemand ganz nah am Patienten, also sozusagen möglichst wohnortnah. Das kann auch digital sein, aber ich persönlich glaube übrigens auch, dass die Krankenhäuser, ich weiß nicht, 10, 15, 20 Jahren nicht mehr so sein werden, wie sie jetzt sind. Also dass Krankenhäuser sich auch sehr stark digitalisieren und ihre Kompetenz sozusagen in die Fläche auch digital bringen und dann vor Ort aber nicht mehr so stark, also natürlich auch bettenorientiert, das ist klar, Operationen werden wir immer haben, aber mehr so als auch ein Digital-Hub und Ähnliches funktionieren können. Und wir dann einfach auch eine stärkere Verschmelzung zwischen ambulant und stationär bekommen. Das ist davon bin ich euch überzeugt. Und wir gucken uns sehr genau an, was in den Niederlanden läuft. Wir lassen uns davon inspirieren. Und wir sind auch motiviert, Dinge, auch wenn wir regulatorisch da noch nicht sind, trotzdem mal auszuprobieren. Natürlich zu zeigen, kann es funktionieren in dem Rahmen, im gesetzlichen Rahmen, den wir haben, um Nachweise zu bringen, dass es, wenn es gut läuft, funktionieren kann und dass es zu einer besseren Versorgung, zu einer größeren Patientensicherheit beiträgt. Und das ist das, was wir natürlich haben und einer größeren Zufriedenheit derjenigen, die arbeiten im Gesundheitssystem. Ja, da bin ich total bei Ihnen. Finde ich sehr schön, dieser Ansatz. Ich habe mir gerade aufgeschrieben, nicht ärztlicher Bereich und habe mir darunter geschrieben, ist der heilige Gral. Ne? Also da müssen die Mediziner tatsächlich weg von dem, das können nur wir. Denn es gibt eben auch andere Bereiche, glaube ich, oder andere nicht ärztliche Berufsfelder, die da sehr, sehr nah dran sind und die in Ergänzung zu den ärztlichen Berufen eben arbeiten können, aber viel, viel mehr vorbereiten können, abnehmen können. Wenn wir mal mit einem einfachen Thema wie dem Physician Assistance anfangen,
anfangen, der ja auch gerade in ländlichen Regionen eingesetzt werden könnte, wo sich viele Mediziner leider immer noch sehr sperren. Oder auch das Thema Smart Hospital, wie Sie es ja gerade beschrieben haben, also ein Krankenhaus ohne Grenzen, wo man einfach miteinander kommuniziert, wo Ärzte und Mediziner im ambulanten und stationären Bereich miteinander kommunizieren. Vielleicht werden wir diese Sektorengrenzen auch irgendwann gar nicht mehr haben. Die sind ja letztendlich auch insbesondere wegen des Abrechnungssystems geschaffen worden, ne? weil man da eine klare Abgrenzung braucht, wo Gelder hin verteilt werden. Das kommt natürlich einer Patientenversorgung nicht nur nicht nahe, sondern grenzt eben dann auch da weiter ab. Jetzt gibt es ja viele Ideen, die jetzt auch jetzt schon praktiziert werden, beziehungsweise versucht werden, umgesetzt werden. Es gibt dieses Thema ohne Arztpraxis, es gibt das Thema, Sie haben es gerade schon gesagt, MVZ-Strukturen, die man ansetzen kann, vielleicht auch in Kombination mit telemedizinischen Anbindungen. Also die Idee wäre ja vielleicht, ein MVZ betreibt insbesondere das Thema Videosprechstunde, Telemedizin mit angestellten Medizinern, die dann über das MVZ abrechnen können. Auch das ist ja immer die Frage, wie wird es vergütet? Gibt es da auch konkrete Ansätze? Wie kann man Dinge weiter vorantreiben? Vielleicht auch das Thema mobiler Versorgungsauftrag, also gar nicht mehr an den Ort gebunden, sondern für eine ländliche Region, vielleicht, ich sage jetzt mal, für Siegerland oder so etwas? Ja, also wir haben sagen wir mal, ein Credo in unserem Projekt, das manchmal so missverstanden wird. Wir sagen mal Datenmobilität statt Patientenmobilität. Was wir damit nicht meinen ist, dass die Patienten gar nicht mehr zu Ärzten oder in Krankenhäusern gehen. Um Gottes Willen, der Kontakt mit der sprechenden Medizin zum Beispiel, der ist wichtig und ich bin auch überzeugt, wenn Digitalisierung gut funktioniert, da kann die sprechende Medizin auch noch besser unterstützt werden. Aber es gibt viele Dinge, in der Tat, wenn man das mit der Datenmobilität gut macht, Vorabklärungen, viele Dinge, die digital sehr gut funktionieren, wo man nicht in jeder Hinsicht immer sofort Menschen einen langen, langen Weg zumuten muss, den sie dann gehen müssen, ja, ältere Menschen aus ländlichen Regionen, und der für sie anstrengend ist. Also das ist der sozusagen einfach von der Idee der Digitalisierung, glaube ich, ein wichtiger Punkt. Was die Organisationsformen angeht, die dann ja auch da sich neu entwickeln und die Rolle von MVZ, von anderen Strukturen, das ist für uns sehr interessant. Ich muss natürlich andererseits immer sagen, klar, wir sind ja kein Versorger als Uni. Wir haben keine Verantwortung, wir dürfen auch keine Verantwortung in der Versorgung tragen. Aber wir interessieren uns sehr dafür, solche Projekte mit denjenigen zu machen, die auch neue Organisationsmodelle entwickeln. Das sind, glaube ich, verschiedene. Das sind natürlich Praxeninhaberinnen, Inhaber selbst, die ihre Praxis, oder wenn sie, nicht nur wenn sie die gründen, sondern auch wenn sie die länger betreiben, vielleicht auch Dinge verändern. Das sind Ärztinnen und Ärzte, die in der Phase sind, wo sie sich beruflich neu orientieren und sich fragen, wollen wir etwas gründen? Wollen wir also ein Gemeinschaftspraxis oder vielleicht auch was Größeres gründen? Wollen wir da arbeitsteilig neu vorgehen, ein neues Geschäftsmodell entwickeln? Wie gesagt, haben nicht die Kompetenz, Geschäftsmodelle zu entwickeln, aber wir sehen, welche Bedeutung das haben kann für die Versorgung. Und wir arbeiten mit natürlich auch neuen Formen von Praxen gerne zusammen. Wir arbeiten auch mit Ärztenetzen zusammen, also wo sich Praxen in Ärztenetzen zusammengeschlossen haben. Wir haben da auch wichtige Ärztenetze in unserer Region. Wir arbeiten auch mit der Kassenärztlichen Vereinigung natürlich zusammen, die ja ihrerseits auch diesen Bereich innovative Versorgungsmodelle und auch durchaus Organisationsmodelle so mit im Blick hat. Also das sind für uns natürlich Partner, die mit ihren eigenen Möglichkeiten und auch Interessen natürlich da auch versuchen, neue Wege zu gehen. Die Verbesserung der Versorgungssituation ist ja letztendlich so ein bisschen ein übergeordneter Begriff. Jetzt haben Sie auch schon das Modell oder beziehungsweise die Region der Niederländer, der Holländer angesprochen, die vielleicht in einigen Dingen mit einer flacheren Hierarchie auch an viele Sachen rangehen und ein bisschen unkonventioneller, als wir das vielleicht hier in Deutschland tun. Inwieweit, glauben Sie, ist das nötig, dass sich am System wirklich was ändert? Also dass wir wirklich mal einen Schritt gehen, der vielleicht im ersten Moment ein bisschen wehtut, aber im zweiten und dritten Moment uns dann wirklich in eine ganz andere Versorgungssituation bringen kann. Ja, wir haben ja jetzt im Moment aufgrund von Covid-19 hören wir immer, und das finde ich ja auch ermutigend, diese These, wir haben eines der besten Gesundheitssysteme der Welt. Das wird jetzt ja, das bezieht sich ja insbesondere darauf, dass wir jetzt eine recht hohe Zahl an Intensivbetten haben, das schnell auch nach oben bringen können, auch wenn das Personal vielleicht nicht ganz damit Schritt halten kann. Aber das ist ja das Argument. Ich glaube auch, dass wir ein sehr gutes Gesundheitssystem haben, zum Beispiel im Bereich der Akutversorgung. Aber ich finde, wir müssen auch im konstruktiven Sinne auch mal selbstkritisch sein. Wir haben an anderen Stellen, glaube ich, größere Probleme. Also die Akutversorgung mag recht gut funktionieren.
die Langzeitversorgung, und daran sind die Praxen vor allen Dingen beteiligt, da sind Pflegedienste daran beteiligt, die Langzeitversorgung und dann speziell auch im ländlichen Raum ist bei uns nicht so sonderlich gut. Und der Kernpunkt ist, das wissen ja viele Beteiligten, da ist immer wieder darüber gesprochen worden, wird weiter gesprochen, wir haben eigentlich ein sehr stark fragmentiertes Gesundheitssystem. Also wir haben einfach zu viele Grenzen, sehr starke Versäulung. Natürlich am deutlichsten sichtbar zwischen ambulant und stationär. Da hat sich ja schon einiges verändert. Wir haben schon Grenzüberschreitung aus beiden Richtungen. Ja, das ist richtig. Aber wir haben einfach Grenzen, die nicht angemessen sind, wenn man sieht, dass Gesundheitsversorgung im Sinne der Patientinnen und Patienten, übrigens aber auch im Sinne der Ökonomie, davon bin ich auch überzeugt, das muss kooperativ funktionieren. Ja, und zwar gut kooperativ funktionieren. Und da haben wir regulatorisch, auch gesundheitspolitisch, so viele Grenzen nach wie vor. Diese Fragmentierung, die muss dringend überwunden werden. Das ist, wir haben natürlich auch noch das Sonderproblem, damit habe ich mich lange Zeit auch wissenschaftlich beschäftigt, Pflegeversicherung, Krankenversicherung. Es gibt 1000 Gründe, warum das damals so gemacht worden ist. Es gibt 1000 Konsequenzen, die nicht gut sind an diesem System, auch für die Pflegebedürftigen, viele auch in der Versorgung selbst. Also wir müssen wirklich mit Geduld, aber wirklich auch mit klarem Kompass, alle möglichen Beteiligten müssen, glaube ich, diese Grenzen überwinden. Das ist der Hauptauftrag, auch für die Patientinnen und Patienten. Wenn Sie jetzt einen Wunsch äußern dürften, gerade für das Projekt, wenn Ihnen noch was fehlt, was wäre das für ein Wunsch? Ja, ich meine, das ist natürlich tatsächlich mal auch etwas zu tun, wo wir in einem Projekt diejenigen, die an den Patienten wirklich dran sind, also wohnortnah sind, und da zähle ich explizit auch die Pflegedienste mit dazu und auch noch andere, also das kann auch noch Ergotherapie, die Psychotherapie übrigens in der Tat auch und Physiotherapie. Die Psychotherapie und solche Aspekte finde ich auch extrem wichtig, denn wir haben auch bei der Versorgung von psychischen Erkrankungen, auch in ländlichen Regionen, generell, aber gerade auch in ländlichen Regionen, massive Defizite. Und sozusagen Körper und Seele, das müssen wir sowieso zusammen denken. Und da gibt es ja auch unheimlich viel Fortschritt. Also da sozusagen da auch mal, der Begriff ist immer so abgewirtschaftet, ganzheitlich da tatsächlich mal etwas zu entwickeln, ganz konkret. Das würde mich interessieren. Aber ich bin auch gleichzeitig davon überzeugt, dass wir im Grunde jetzt durchaus auch mit kleineren Projekten Schritt für Schritt bestimmte Aspekte mal adressieren und ausprobieren müssen. Und der Hauptpunkt meiner Meinung nach ist der, dass es uns gelingen muss, ganz plakativ den Nutzen einfach mal sichtbar zu machen. Was nützt, ich komme mal zu einem Beispiel zurück, was auch umstritten ist, was nützt eigentlich die Aufnahme von Vitaldaten, wenn die Patienten selbst bereit sind, und das ist natürlich ein wichtiger Punkt, eine Uhr oder Ähnliches zu tragen und diese Daten aufzunehmen und sie dann zu verarbeiten und dann sozusagen einfach an die Ärzte und Ärzte anzubringen. Was nützt das eigentlich? Also man muss ja irgendwann mal zeigen, was nutzt das dem? Also im Sinne von Patientensicherheit, effektiverer Versorgung. Wir müssen, glaube ich, diesen Nutzen klar machen und den muss man zeigen können für die Patientinnen und Patienten, für die Ärzte und Ärzte. Und wir wissen, und das nehme ich sehr, sehr ernst, dass das Thema Datenschutz dabei eine riesige Rolle spielt. Ja, und ich bin nicht derjenige, der sagt, das finde ich auch mal so ein bisschen problematisch, dass dann das Negative immer auf die Datenschützer oder auf den Datenschutz abgewälzt wird. So, das geht ja nicht, weil Datenschutz da ist. Das sehen auch die Datenschützer so nicht. Die sind, glaube ich, auch, möchten sich nicht in einer Rolle, sind auch nicht in der Rolle der sozusagen der Verweigerer oder da immer Grenzen einzuziehen, sondern es muss gemeinsam gelingen, den Nutzen zu zeigen und wirklich intelligente und gute Datenschutzsysteme da zu installieren. Denn letztlich, glaube ich, müssen wir da eine sehr patientenbasierte Form der Digitalisierung entwickeln. Das ist, glaube ich, der Weg, den wir unbedingt gehen sollten. Ja, und das mal in Projekten jetzt hinzubekommen. Also, das klingt jetzt einfach, aber das ist mein Wunsch. Also, dass wir das jetzt mal schaffen und nach da auch Projekte weiter auf die Schiene setzen. Aber Sie haben absolut recht, genau daran scheitert ja sehr viel, dass wir die Daten vielleicht haben, aber dass wir nichts damit anfangen. Oder vielleicht im Moment noch nichts damit anfangen können oder wollen, weil das Thema Datenschutz da sehr hoch hängt. Aber natürlich auch, Sie haben absolut recht, nicht unbedingt die Datenschützer das Problem konzipiert haben oder hervorgerufen haben, sondern wir einfach im Moment ja auch noch vielleicht in der einen oder anderen Stelle gar nicht in der Lage sind, diese vorhandenen Daten so umzusetzen, dass sie uns allen wirklich Nutzen bringen. Denn ich glaube, die Daten sind ja nicht nur für eine
aktive oder für eine akute Therapie und Behandlung wichtig, sondern insbesondere präventiv eingesetzt wichtig, damit es ja in Zukunft auch dahin gehen wird, dass wir eine viel präzisere Medizin bekommen und dass wir vielleicht nicht mehr so nach dem Motto versuchen, Irrtum arbeiten. Denn auch da gibt es ja viele Statistiken darüber, dass wie viele Menschen aufgrund von Therapie sterben oder erkranken. Also auch da gibt es ja, deshalb, also das ist immer ein ganz anderes Thema. Den Ansatz finde ich sehr schön, den Wunsch, ich hoffe, den haben viele gehört und greifen das auch nochmal mit auf. Ich würde ganz gerne noch einmal so langsam zum Ende, wir müssen ja immer, wollen ja immer so dreiviertelstündlich ungefähr einhalten, nochmal auf das Thema kommen. Sie haben auf der einen Seite schon gesagt, die Ausbildung Ärzten und Ärztinnen, aber natürlich auch ein zweiter Punkt ist ja, das haben Sie vorhin auch schon gesagt, dieses Thema übergreifend, also medizinnah, Bachelor-Master-Studiengänge, Naturwissenschaften, Ingenieurwissenschaften, Wirtschafts- und Sozialwissenschaften. Also auch da im Grunde eine neue Generation von medizindenkenden Menschen heranzuführen, die vielleicht grundsätzlich dieses Feld der Medizin anders bestellen in der Zukunft. Vielleicht können Sie da noch mal ein bisschen sagen, wie das so in der übergreifenden Versorgung in Zukunft für Sie ein guter Weg wäre. Ja, also meine Kernaufgabe in diesem Netzwerkprojekt Mediziner und Denken ist ja, dass ich Dekan der Lebenswissenschaftlichen Fakultät bin in Siegen, also eine Fakultät, die neu aufgebaut wird. Und was wir da tun ist, wir haben jetzt eben bereits einen Bachelorstudiengang Digitale Gesundheitswissenschaften. Da ist jetzt auch schon die zweite Kohorte. Wir haben auch jetzt wieder über 100 Studierende. Und sind sehr stolz darauf, dass das, und wollen das weiter ausbauen, auch mit Master. Und unser Kernanliegen jetzt in dem Bachelor und auch im zukünftigen Master ist, dass wir im Grunde genommen da Menschen, Studierende haben, die, sag mal, die Interessen haben und auch Kompetenzen bekommen in drei verschiedenen Bereichen. Das ist übrigens auch Medizin. Wir haben selbstverständlich, und zwar von Medizinerinnen und Medizinern gelehrt, auch wichtige zentrale medizinische Inhalte, das heißt bei uns Funktion Mensch, das ist völlig klar, aber wir haben drei Kernbereiche. Das ist einmal Biomedizin, also der Bereich Biomedizin, das ist der Bereich Medizin, Informatik, Digital und Digital Health und dann haben wir auch Public Health. Und es ist so, dass im Kernbereich alle Studierenden die zentralen Inhalte aus allen Bereichen gemeinsam studieren. Denn das Wichtigste, was wir uns vorgenommen ist, wenn unsere Absolventinnen und Absolventen später in Branchen gehen wie Medizintechnik, Biotech auch, oder auch in die Versorgung gehen oder in die Wissenschaft gehen oder zu Krankenkassen, wie auch immer. Und dann mit dem Thema digitale Gesundheitsversorgung beschäftigt sind, dann muss zum Beispiel derjenige, der biomedizinisch denkt, der muss wissen, wie ein praktischer Arzt in seiner Praxis, was der eigentlich braucht, ja, oder im Operationssaal, wo auch Digitalisierung natürlich in Robotik eine Rolle spielt, der muss wissen, wie der Alltag funktioniert, was da passiert. Umgekehrt müssen natürlich diejenigen, die zum Beispiel Public Health machen, ein Grundverständnis davon haben, was bringt eigentlich künstliche Intelligenz in dem. Weil man muss schon verstehen können, warum der Einsatz solcher Technologien zum Beispiel für die evidenzbasierte Gesundheitsversorgung eine Rolle spielen kann, was das bedeutet. Also man muss die Sprache der anderen kennen und verstehen, damit nicht in Zukunft da irgendwie 5 verschiedene Fußschalter im Operationssaal sind und niemand vorher den Chirurgen gefragt hat, ist der denn in der Lage, während der OP immer auf 5 verschiedene Schalter zu drücken? Das kann eigentlich nicht sein. Also das ist wichtig. Und das ist unser Credo. Und dann haben natürlich die Studierenden die Möglichkeit, im Laufe des Studiums zu sagen, bereits im Bachelor und dann natürlich dann im Master, ich möchte eher in die, sag mal, digitale Public Health Richtung gehen. Nein, ich möchte eher in die digitale Biomedizin gehen oder ich möchte wirklich ganz klar Medizininformatik also sozusagen in diesen Bereich gehen und Digital Health. Also das ist unser Konzept und unsere Studierenden sollen selbstverständlich längere Praktika, das machen sie auch, bei Versorgern machen, in Arztpraxen, anderswo, um tatsächlich einerseits zu sehen, wie das eigentlich funktioniert und auch einen Austausch mit den Leuten zu bekommen. Und in die Forschung wollen wir sie natürlich auch nach und nach einbinden, also auch in solche Entwicklungsprojekte, weil sie natürlich dann auch irgendwann methodische Kompetenzen haben, die man gut auch nutzen kann. Sehr schön. Mir ist eine Sache noch eingefallen. Heißt ja auch, die Auseinandersetzung mit der Zukunft, mit der Zukunft der ambulanten Versorgung und auch mit unterschiedlichen Ausprägungen bedeutet ja auch, die unternehmerische Komponente zu stärken. Also wirklich zu sagen, und das ist ja mir auch immer ein großes Ansinnen, wie kriegen wir den Arzt mehr in den unternehmerischen Bereich, also nicht
nicht immer nur mehr Geld verdienen, sondern vor allen Dingen auch gut eine Praxis führen und lenken zu können, in der Zukunft darauf ausgerichtet zu sein, welche unternehmerischen Entscheidungen treffe ich, wie befähige ich meine Mitarbeiter dazu, Dinge zu tun, das haben wir vorhin schon besprochen. Also das gefällt mir wirklich sehr, sehr gut. Ja, ich würde ganz gerne zum Schluss mit Ihnen noch eine kurze Frage, kurze Antwortrunde einleiten. Das ist immer so zum Schluss des Business Talk Podcasts und steige jetzt einfach mal ein. Die Zukunft der Medizin, wohin entwickelt sich die Medizin aus Ihrer Sicht in den nächsten 5 Jahren? Also in der Medizin wird auf jeden Fall ein Bereich sich ganz stark entwickeln, bin ich von überzeugt. Das ist das, was ich Datenmedizin nennen würde. Das klingt furchtbar abstrakt, aber es ist auch mehr als Telemedizin. Telemedizin ist, oder viele verstehen darunter stärker die Videosprechstunde und sagen visualisierte Formen. Und ich bin überzeugt davon mit anderen, dass die Datenmedizin, die dazu führen kann, auch viel besser zu vernetzen, vom Patienten aus gedacht zu vernetzen, mit Daten, die wahnsinnig wichtig sind, ja, die wichtig sind, die wir auch nutzen können im Interesse der Patienten, dass da liegt eine ganz große Zukunft, immer in der Vernetzung mit dem, was das Gesundheitssystem ausmacht, nämlich Beziehungsarbeit, ja, in der Pflege, in der Krankenversorgung. Das ist wichtige Beziehungsarbeit zwischen den Profis, sage ich mal, und den Patientinnen und Patienten und den Angehörigen. Und das ist ein wichtig, ganz wichtiger kommunikativer Aspekt. Aber in dieser Ergänzung, Datenmedizin, und wieder eine stärkere Rolle auch der Beziehungsarbeit, eine Entlastung und mehr Raum für die Beziehungsarbeit, das ist die Zukunft der Medizin. Und die Zukunft der Medizin ist eben auch eine Zukunft für nicht nur für die Medizinerinnen und Mediziner, sondern für diejenigen aus den medizinnahen Bereichen, die die Medizin letztlich mitgestalten und in Zukunft auch noch stärker mitgestalten werden und auch sollen. Sehr schön. Was bedeutet für Sie das Thema Gesundheit? Also Gesundheit, das ist ja für mich persönlich und für uns alle, denke ich, wie man immer so schön sagt, das höchste Gut. Und das ist ja nicht nur so dahergesagt. Also Gesundheit ist für uns alle das höchste Gut, körperliche und seelische Gesundheit. Und für mich ist es wichtig, ich finde, es ist einerseits ein zutiefst persönliches Thema. Es geht ja, also man selbst ist die eigene Gesundheit, sich mit der eigenen Gesundheit zu beschäftigen, ist herausfordernd. Und natürlich, wenn wir eben krank werden, wir wissen, was das immer für Herausforderungen sind. Wir leben im Moment natürlich in einer Zeit, wo uns das Thema Gesundheit jeden Tag, wo unser gesamtes Leben jetzt davon geprägt ist, durch Covid-19. Und das ist der andere Aspekt. Ich finde, Gesundheit ist zutiefst persönlich und gleichzeitig zutiefst gesellschaftlich und sozial. Ja, unsere Gesundheit, unsere eigene Gesundheit, ja, hängt sehr stark von unserer Person ab. Ganz stark natürlich, wenn wir jetzt erbliche Krankheitsprobleme haben. Aber natürlich hängt unsere Gesundheit sehr stark davon ab, wo wir arbeiten, wie wir arbeiten, welche sozialen Beziehungen wir haben, wie unsere Kommunikation stattfindet, welche Stressfaktoren wir haben, wie wir damit umgehen. Das ist also eine unglaubliche soziale Aufgabe. Und das zeigt doch im Grunde genommen, wie groß die Herausforderung ist und welche Bedeutung das für uns hat. Und deswegen finde ich auch ganz persönlich, ich finde, dass beim Thema Gesundheit auch über Ökonomie gesprochen wird, völlig richtig und wichtig, denn wir haben auch in diesem Bereich, da machen wir uns nichts vor, knappe Ressourcen. Wir haben kein Schlaraffenland. Deswegen ist es ethisch absolut geboten, im Sinne von uns, unserer Gesundheit, mit den Ressourcen effizient umzugehen, sich Gedanken, betriebswirtschaftlich Gedanken zu machen, auch volkswirtschaftlich Gedanken zu machen. Und letztlich ist eben die ökonomische Komponente von Gesundheit eine Komponente, die unserer Gesundheit eben zugutekommt. Und das ist wichtig. Das müssen wir alle auch klar und realistisch sehen. Mhm. Allein in dieser Antwort hat man wieder gesehen, wie wichtig es ist, mal ganzheitlich auf ein Thema zu gucken, nämlich nicht nur aus der medizinischen Seite, sondern Sie haben die soziale Komponente, die sozialwirtschaftliche Komponente angesprochen, die ökonomische Komponente angesprochen. Also da ist immer wichtig, von allen Seiten das Thema mal zu betrachten. Welche Eigenschaft sollte der Arzt, die Ärztin aus Ihrer Sicht als Unternehmer oder Unternehmerin haben? Ja, ich habe riesigen Respekt davor, wenn Leute in der Praxis arbeiten. Mein Vater selber ist Internist gewesen, ist schon lange jetzt im Ruhestand, hat seine Gemeinschaftspraxis gemanagt. Ich habe immer viel gehört und erlebt, was der Praxisalltag bedeutet. Aber ich glaube, als Unternehmer, Unternehmerin finde ich erstens, diese Rolle positiv und klar anzunehmen und überhaupt nicht abzustreiten, dass man als Ärztin und Arzt auch Unternehmerin ist. Und das ist, finde ich, wichtig. Diese Rolle muss man annehmen, weil wenn man sie ausfüllt,
tatsächlich ja dazu beiträgt, dass nicht nur selbst die eigene Praxis besser funktioniert und man auch ökonomisch das besser hinkriegt, sondern es ist eben für die Versorgung auch dann ein Plus. Und ich finde, ich kann verstehen, dass manchmal so auch standespolitisch gesagt wird, die Ärzte sind keine Kaufleute. Ja, die sollen da nicht irgendwie das direkt das Geld an, die sind keine Kaufleute. Aber sie sind eben zumindest einige von ihnen auch Unternehmerinnen und Unternehmer und das müssen sie und sollen sie sein. Und ich bin davon überzeugt, wie, also jeder, denke ich, gute Unternehmer, Unternehmerin, muss Geld verdienen, völlig klar, aber hat ja immer auch einen Gestaltungswillen. Sie möchten etwas gestalten, sie möchten etwas besser machen. Und dass ein Ärztin, ein Arzt, die sagen, ja, ich bin natürlich auch Unternehmer und letztlich möchte ich auch in dieser Rolle Dinge besser gestalten. Und das ist doch das letztlich, was wichtig ist. Kommen wir noch mal kurz in den persönlichen Bereich zurück. Gibt es ein Buch oder einen Film, was Sie besonders mitgerissen, motiviert oder erreicht hat in der letzten Zeit? Ja, bei Filmen muss ich natürlich zugeben, dass nicht nur wegen Covid, sondern auch als zweifacher Familienvater, ich jetzt leider nicht mehr so häufig ins Kino komme, wie das früher mal der Fall war. Aber der letzte Film, der mich unglaublich fasziniert hat, der aber auch ein bisschen verstörend war, war dieser koreanische Film Parasite, der auch den Oscar gewonnen hat. Ein sehr, auch ein bizarrer Film, wo eine Familie, die letztlich sozusagen eher aus der Unterschicht kommt, sich sozusagen in eine reiche Familie sozusagen hineinschleicht gewissermaßen, immer mehr Hausbedienstete eigentlich aus der gleichen Familie stammen, ohne dass der Gastfamilie das überhaupt bewusst ist und sie sozusagen für sich nutzen und auch ausnutzen gewissermaßen. Und man eigentlich hinterher denkt auch moralisch, wer steht jetzt eigentlich auf der moralisch richtigen Seite? Also wie ist das? Also auch reich und arm und es ist sehr, sehr hinterher allerdings auch ein sehr, schon verstörender Film. Aber also mich hat der fasziniert, weil es auch eine ganz andere Form von Kinokultur war, die ich so noch gar nicht kannte. Und bei Buch muss ich sagen, habe ich letzte Zeit auch mal jetzt gar nicht so taufrische und hochaktuelle Bücher gelesen. Ich habe von einem österreichischen Autor, den ich unheimlich schätze, Christoph Ranzmeier, ein Buch gelesen, Der fliegende Berg. Das fand ich absolut faszinierend, eine Geschichte von zwei Brüdern, die extrem unterschiedlich sind, auch gar nicht in der Nähe wohnen miteinander, aber dann irgendwann sich nochmal entschließen, weil sie beide so begeistert sind von Bergen und auch Bergsteigen können, in dem Himalaya nochmal so einen wirklich großen Aufstieg zu machen. Ich bin überhaupt kein, also ich bin kein Bergsteiger, aber das ist natürlich für beide im wahrsten Sinne des Wortes eine Grenzerfahrung. Sie merken nochmal bei der Besteigung, warum sie so unterschiedlich sind. Ja, sie merken das noch mehr als vorher. Und gleichzeitig merken sie aber auch irgendwie, was sie aneinander haben. Das Ganze endet aus verschiedenen Gründen immer etwas tragisch. Ich will gar nicht nichts vorwegnehmen. Aber es ist ein sehr, sehr intensives Buch von Herrn Ranzmeier und das hat mich wirklich sehr mitgerissen. Sehr schön, zumal auch sehr schön, dass Sie keine Fachbücher empfehlen, sondern tatsächlich also Geschichten erzählen, Bücher, die Geschichten erzählen. Freut mich wirklich sehr. Zum Schluss die letzte Frage: Gibt es jemanden, der kann auch durchaus prominent sein, mit dem Sie gerne eine Gemeinschaftspraxis gründen würden? Ja, ich würde natürlich gerne meinen Vater nochmal sozusagen dazu motivieren, nochmal zurückzukommen aus dem Ruhestand. Das finde ich jetzt, ich darf es natürlich nicht, weil ich Natürlich ja nicht, kein ja. Mediziner bin, aber Ja. das finde ich einfach so ein Generationenverbund. Das finde ich mal sehr interessant, sowas zu machen. Also, wenn ich es mir wünschen könnte und ich tatsächlich nochmal die Möglichkeit hätte, im Grunde genommen so als praktisch forschender Mitarbeitender in einer Praxis reinzusteigen und in der Praxis selbst anwendungsorientierte Forschung mit den Leuten gemeinsam zu machen. Das finde ich total faszinierend. Also da hätte ich richtig Spaß dran und ja, mal schauen, ob sich so eine Möglichkeit mal ergibt. Ja, aber sehr, sehr schön. Ja, Professor Strunk, vielen, vielen Dank für die Zeit, die Sie mir geschenkt haben und den Zuhörern heute hier im Business Talk Podcast. Mir ist eine Sache auf jeden Fall klar geworden im Gespräch mit Ihnen. Sie sind jemand, der, wenn er mal eine Leidenschaft für irgendwas entfacht hat, glaube ich, sehr, sehr intensiv mit dem ganzen Thema umgeht. Und ich glaube, da können insbesondere auch diejenigen, die jetzt an dem Modellprojekt beteiligt sind, die Studenten, Studentinnen und alledem wirklich von profitieren. Denn man merkt ihnen an, wie viel Spaß sie an dem Thema haben und dass sie das wirklich nicht nur tun, weil es jetzt ein Job ist, sondern weil es eine tatsächliche Lebensaufgabe ist. So verstehe ich das zumindest. Es macht ihnen sehr, sehr viel Spaß. Das merkt man wirklich, wenn sie darüber sprechen. Deshalb hat es mir auch ganz viel Spaß gemacht, mit Ihnen heute zu sprechen. Ich hoffe, das war nicht das letzte Mal, dass wir beide miteinander Kontakt hatten. Vielen, vielen Dank für Ihre Zeit, für alle, die dabei waren heute. Schön, dass Sie wieder eingeschaltet haben. Denken Sie mal dran an eine Bewertung bei YouTube. Oder wo immer Sie uns hören, freut uns wirklich sehr. Und bleiben Sie unternehmerisch. Und das letzte Wort hat wie immer mein Interviewgast. Also es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich merke, was alles in diesem Themenfeld eigentlich drinsteckt. Ja, das ist so inspirierend und
Ja, das ist schön. Ich treffe immer auch viele motivierte Leute und ich finde, man darf sich nicht entmutigen lassen von den Barrieren, die wir in der Realität sehen. Denn wir wollen ja auch sozusagen Dinge verändern und das, ja, das motiviert. Sehr schön. Ich wünsche Ihnen eine schöne Woche. Bis dahin. Danke, ebenso.